Mein Name ist Alex Bechtel, ich bin 48 Jahre alt. Seit fast 30 Jahren steht sie in der Öffentlichkeit. Man kennt mich unter anderem von Viva TV. In den 90ern gehörte sie zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen. Also wir sind eine Sendung, wir machen eben alles Mögliche, was euch interessiert. Wir gehen in Restaurants, Bars, Kinos und so weiter. Ich habe Big Brother mehrfach moderiert. Mit Unterbrechungen führte Alex 10 Jahre durch die Mutter aller Reality-Shows. Big Brother, die zweite Staffel, wir werden ihn heute alle Bewohner ausführlich vorstellen. Und hier wird Alexandra Bechtel schon bald viele neue Bekanntschaften schließen. In Förde im Rheinland liegt der Seniorenpark Carpe Diem. 70 stationäre Pflegeplätze inklusive Kurzzeitpflege gibt es hier. Dazu 54 betreute Wohnungen für ein- oder zwei Personenhaushalte. Eine Bewohnerin ist Anita Lohmann, 83 Jahre alt. Nach einem Schlaganfall hat sie sich bewusst für den Umzug in den Seniorenpark entschieden. Wenn ich hier reinkomme, bin ich zu Hause. Auch dieser Herr ist hier seit 2019 zu Hause. Günther Zegler, 84 Jahre alt. Er leidet unter Epilepsie, Bluthochdruck und Diabetes. Die Menge an Tabletten, heute Morgen habe ich schon 11 Stück. Auch mit dabei Erhard Ruppert. Der 72-Jährige leidet an einer Nervenkrankheit. Komm, wir gehen raus, da sind schöne Blumen. Seine Ehefrau Katharina Ruppert ist 84 Jahre alt. Seit 2019 leben die beiden im betreuten Wohnen. Ich falle hier zusammen. Ich habe keinen Halt mehr. Und das tut furchtbar weh hier oben. Die Eheleute möchten ihren gemeinsamen Lebensabend im Carpe Diem genießen. Ich lebe mit meiner Krankheit und nicht meine Krankheit mit mir. Und ich bestimme noch über meinen Körper, soweit es irgendwie möglich ist. Einer, der den Menschen hier zur Seite steht, ist Altenpfleger und Bereichsleiter Marco Kühnemund. Ihn wird Alexandra Bechtel bei allen Aufgaben unterstützen. Die Herausforderungen für den Promi sind ganz klar, erstmal mit verschiedenen Gerüchen umzugehen, auch keine Berührungsängste zu haben, auch mal eine Frau zu waschen, auch im Intimbereich. Die Körperpflege ist ein wichtiger Aspekt, aber beileibe nicht der einzige. Ja, einfach da drumherum, einfach mal erleben, wie ein alter Mensch in einem Heim lebt und auch versorgt wird. Im Seniorenpark Förde arbeiten 140 Mitarbeitende, darunter 51 Pflegefachkräfte und Assistenten. Und für die nächsten Tage auch Pflegepraktikantin Alex Bechtel. Was wäre schlecht am Promi, wenn er von sich eingenommen ist? Überkandidelt, eingebildet. Ich mag zum Beispiel keine Showmaster. Die mag ich meistens alle nicht. Die sind alle gekünstelt. Das muss Natur sein. So, dann ist es bei mir schon in Ordnung. Wir zeigen Pfleger Marco und den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Bild der 48-jährigen Moderatorin. Und erster Eindruck? Die hat mal die Tochter vom Hausmeister Krause gespielt. Die würde ich nicht aus dem Bett schmeißen. Sehr nett und auch gut aussehend. Und ja, ich denke, da viele junge Männer in meinem Alter da haben wahrscheinlich deswegen auch immer Viva geguckt. Doch die Zeiten sind lange vorbei. Jetzt wird Moderatorin Alexandra Bechtel die TV-Studios gegen die Räume des Seniorenparks Carpe Diem tauschen. Unbekanntes Terrain für die prominente Pflegekraft. Bevor es losgeht, möchte sie einige der Bewohnerinnen und Bewohner kennenlernen. Und sich natürlich vorstellen, falls nötig. Ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren beim Musikfernsehen gearbeitet. Kennen Sie noch Viva TV? Nein. Den Musiksender? Nee? Das gucken wir alles nicht. Das ist für mich keine Musik mehr, was da rauskommt. Das ist nur Gelaber. Aber das Musikfernsehen sagt Ihnen dann insofern nichts. Ich habe zum Beispiel auch Big Brother moderiert, Ihre Lieblingsfernsehsendung. Wissen Sie noch, wo die ganzen Leute in einem Haus eingesperrt waren und dann ausgewählt wurden mit Dramatik und weiß ich nie was? Das war immer ganz interessant. Ich kenne die Sendung nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie gut ist. Hören Sie gerne Musik? La Paloma ist eigentlich Ihr Lied. La Paloma. Si a tu ventana llega una paloma, a donde vivo
Die Musik weckt viele Erinnerungen. Das Paar hat lange in Spanien gelebt. Musik machen war für den 72-Jährigen vor seiner Nervenerkrankung ein wichtiger Lebensinhalt. Wenn ich mich an eine Orgel oder ans Keyboard gesetzt habe, war das immer das Erste, was ich gespielt habe. Heute kann ich es nicht. Du sitzt hier und mit diesen Liedern aus deiner Jugend kommt eine wirklich vergessene Zeit wieder zurück. Also es war eine schöne Atmosphäre. Wenn man früher selbst gespielt hat, ja. Und das auf einmal nicht Mann mehr geht. Für meinen Mann ist es ganz schlimm. Und ganz die Musik schlimm. Gehört zu meinem Leben, genau wie meine Frau. Ist auch heute noch so. Und wenn der Körper so abbaut, muss man sich dran gewöhnen. Ist nicht leicht, aber man muss damit fertig werden. Wobei ich immer sage, ich lebe mit meiner Krankheit und nicht meine Krankheit mit mir. So sagen wir und beide. Ich bestimme noch über meinen Körper, soweit es irgendwie möglich ist. Alexandra Bechtel möchte mehr über das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Denn natürlich waren die früher auch agil und standen mitten im Leben. So wie Günther Ziegler. Der Witwer ist früher unter anderem als Busfahrer durch ganz Europa gereist. Sein Zimmer ist voller Erinnerungen an ein bewegtes Leben. Also ich sehe hier ein Wohnmobil. Ne? Ein Wohnmobil. Ist das so ein Campingmobil? Ja. Mobile Home. Ja. Da haben wir unseren Wohnwagen abgegeben. Der ist da nicht drauf. Aha. Und haben den gekauft. Wo sind Sie am liebsten hingefahren zum Campen? Da, wo der. Ich habe da einen festen Platz gehabt. Ach so, ich dachte, Sie wären auch mal woanders hingefahren. Nein. Nee, okay. Nein, nein. Und wo ist das? In Holland. In Holland. Natürlich ist das traurig, wenn man auf ein Leben zurückblickt, in dem man so aktiv gewesen ist. Und auch gesellig. Und dann sitzt du heute in deinem 20 Quadratmeter Zimmerchen, gepflastert mit Erinnerungen. Und denkst eigentlich nur noch an früher. Du denkst nicht mehr in die Zukunft. Mit wem trinken Sie denn sonst Bier hier? Ich habe hier gar keinen Menschen, nee? Der mit mir sprechen kann. Die sind doch überwiegend Kranke drin. Aber zum Beispiel die Leute, die jetzt im betreuten Wohnen wohnen, oben? Da komme ich nicht, bin ich noch nicht mit zusammengekommen. Ich habe hier leider Gottes sind Menschen so krank, da habe ich niemanden, wo ich mich vernünftig mit unterhalten könnte. Alexandra Bechtel wollte die Geschichten der alten und pflegebedürftigen Menschen hören, den Alltag im Seniorenheim erleben. Doch die Schilderung der Realität von Günther Ziegler macht die Moderatorin sehr nachdenklich. Schon das erste Kennenlernen nimmt die 48-Jährige sichtlich mit. Doch schon. Also. Mensch, wollte ich gar nicht. Aber dann denke ich auch so, weißt du, dann hat der Mensch Kinder und hat ja auch erzählt, schon einen Urenkel und so, ne, und eine große Familie. Und trotzdem ist er hier. Das ist ja schön hier. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, in gar keiner Form. Ja. Es ist halt eine Senioreneinrichtung, von der man träumen kann. Ne. Ich meine, die haben schöne Fußböden, alles ist hell und freundlich. Aber es sind nicht deine eigenen vier Wände. Doch es sind die Wände, in denen viele ihren letzten Lebensabschnitt verbringen werden. Nach einer kurzen Besprechung und Übergabe mit der Nachtschicht heißt es, die Seniorinnen und Senioren mit der Grundpflege auf den neuen Tag vorzubereiten. Dabei gibt es schon im Vorfeld einiges zu beachten. So, dann einmal die Hände desinfizieren. Und ich sehe gerade, du hast sehr lange Fingernägel. Das Problem ist, wenn du, eigentlich sagt man immer Fingerkuppen kurz. Ach so, weil okay. Da können sich Bakterien zum Beispiel sammeln. Ne, du hast ja mit Fäkalien zu tun oder auch mit anderen Sachen. Und wenn sich da Bakterien unter den Fingernägeln bilden, oder, dann kann sich das, ist das nicht schön. Ich werde sehr vorsichtig sein. Und kriegen wir nicht auch Handschuhe? Ja, Handschuhe haben wir hier. Denn nicht erst seit Corona kommt es in der Altenpflege darauf an, sich und andere zu schützen. Auf Alex wartet die erste Heimbewohnerin, die 76-jährige Monika Stickel.
Guten Morgen. Das hat mir jemand mitgebracht. Wenn im Seniorenpark in Förde die Morgenrunde der Pflegekräfte beginnt, schlafen viele Bewohnerinnen und Bewohner noch. Auch Monika Stickel ist gerade erst wach geworden. Die frühere Sekretärin leidet an körperlicher Schwäche und leichter Demenz. Das Licht ist grell, ne? Schönen guten Morgen, Frau Stickel. Ich bin die Alexandra. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das hat mich schon mitgenommen, weil sie da wirklich so hilflos im Bett lag. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen traurig gemacht, dass sie einfach so in sich drin wusste, das war's jetzt. Ich bin jetzt für immer hier. Und wer weiß, wann für immer vorbei ist. Gut. Okay. Einmal den Arm heben. Ja. So, und jetzt mal den Arm einmal rausnehmen. Langsam, Moni, ich weiß, du hast da Schmerzen. Gut. Ja. Den Kopf anheben. Ja. Ich helfe mit. Gut. Monika Stickel macht das mit, wovor die meisten von uns wohl Angst haben. Doch umso wichtiger ist es, fürsorgende Menschen zu haben, die einen pflegen. So, liebe Alex, dann würde ich vorschlagen, ich gebe dir den Waschlappen und jetzt einfach so schön einmal übers Gesicht, überall hin. Ist schön warm, ne? Ja, das ist warm. Ich fand es auch an manchen Stellen echt schwierig, wo ich dann wirklich gedacht habe, so, Alexandra, konzentriere dich jetzt auf deine Arbeit. Es ist nicht deine Mutter und es ist auch nicht deine Tante. Es ist ein Mensch, der jetzt deine Hilfe braucht. So, und das war so wie ein Mantra manchmal. Und dann dachte ich, jetzt reiß dich zusammen. Dann sind wir jetzt so weit mit der Pflege fertig. Jetzt würde die Intimpflege kommen. Mhm. Möchtest du oder soll ich? Ich kann es, also ich hab überhaupt keine Berührung. Von unten, also, ne, du wäschst ganz normal von oben nach unten, so wie sich Frau halt wäscht. Okay. Ich mache ein bisschen auseinander. Monika, nicht erschrecken. So, kannst gerne schön so immer in die Seiten, einmal in die Mitte nach unten. Ich, Frau Stickel, ich heb ein bisschen. Ah, hör mal, das können Sie doch super selber machen. Prima, super. So. Sehr gut. Haben Sie früher mal getont? Ja, Leichtathletik. Ah, siehste, das merkt man sofort. So, dann nimmst du gleich ein bisschen an. So. Und dann einfach schön auch wieder so. Von hier nach da. Genau, in vollen Zügen einmal. Schön gleich auch ein bisschen langsam an die Ballen. Darf ich zuerst von vorne und dann von hinten? Das ist. Ballen ist doch. Also komplett der ganze Fuß einmal. Ich hätte es sehr gut gemacht. Ja, doch. Danke. Wenig später machen Promi Alex Bechtel und Altenpfleger Marco die anderen Seniorinnen und Senioren fertig fürs gemeinsame Frühstück. Guten Appetit wünsche ich. Hallo. Berührungsängste darf man bei der Körperpflege nicht haben. Das gilt für beide Seiten. Weit auf den Mund. Da. Ah! Ja, ist gut. Also es war schon interessant zu sehen, wie das Gebiss in den Mund verschwand. Hast du eigentlich gar keine Frühstückspause, Marco? Doch, Frühstückspause so machen wir so gegen 10. Ah, es ist erst 8:30. Mit rund 4 Millionen Menschen hat sich die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die Zahl der Pflegekräfte reicht nicht aus. Häufige Folge: mehr Überstunden und weniger Pausen.